Mahlzeit, schön, dass ihr da seid. Heute zeige ich euch einmal, wie man einen Innenraumfilter bei einem Golf 4 tauscht. Denn dieser ist fällig, das Wartungsintervall ist mittlerweile überschritten. Man sollte natürlich immer beachten, dass so ein Innenraumfilter viel Arbeit leistet durch die Lüftung. Der filtert nämlich die ganze Außenluft, alles was da drin ist, Staub, Blütenpollen etc. soll der Filter natürlich immer schön raushalten. Sobald man merkt, dass es im Innenraum anfängt, irgendwie muffig zu riechen, oder für Allergiker, wenn die merken, im Innenraum kriegen die trotzdem allergische Reaktionen, dann ist es höchste Zeit, den Innenraumfilter zu tauschen. Wir machen das jetzt hier, weil wir eine größere Inspektion an dem Fahrzeug machen. Und das Schöne dabei ist, es ist gar nicht so aufwendig bei dem Fahrzeug. Der liegt nämlich hier im Motorraum. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal an und schauen uns den alten Filter mal an, wie der aussieht. So, für den Austausch des Innenraumfilters müssen wir lediglich das Gummiding hier abziehen, zur Seite legen und die vier Schrauben hier lösen. Darunter befindet sich nämlich schon der Innenraumfilter. So, dann öffnen wir hier einfach den Deckel. Ziehen den einmal hier so raus, legen ihn mal beiseite und sehen dann hier unten schon den Innenraumfilter. So, der ist hier eingeklipst, deswegen müssen wir hier einmal die Klipse lösen, also ein bisschen nach hinten ziehen. Den Deckel hier hinten aus der Verankerung lösen. Dann das Ding hier zur Seite einmal wegschieben und den Innenraumfilter nach oben hin rausziehen. So, wir sollten natürlich daran denken, falls irgendwie Blätter sind, so wie hier, die einmal rauszuholen, das vielleicht einmal auszusaugen. Hier sieht das aber recht sauber aus. Nur die Blätter hier einmal raus und dann ist gut. So, im Vergleich haben wir jetzt hier links den alten, rechts den neuen. Beides Aktivkohlefilter, aber der ist schon ziemlich gesättigt. Man sieht hier, über den Herbst ist hier alles Mögliche auch drin hängen geblieben und ich würde sagen, es war auf jeden Fall jetzt fällig, den mal zu tauschen. Von daher würde ich sagen, den kloppen wir mal weg und bauen direkt den neuen mal ein. So, hier ist natürlich zu beachten, eine Flussrichtung für die Luft ist meistens auf den Innenraumfiltern auch gekennzeichnet. Airflow, Pfeil nach unten. Pfeil nach unten heißt in den Innenraum rein. Das heißt, so wie ich den jetzt schon halte, ist das richtig. Daher schieben wir den hier unten einfach rein. Gucken, dass er überall vernünftig drauf sitzt. Ziehen dann hier die Klammer wieder rüber. Achten darauf, dass die hinten vernünftig sitzt und drücken vorne einmal zusammen. Dann nehmen wir uns wieder unsere Klappe hier, schieben die hier wieder rein. Ich habe die vorher einmal kurz ein bisschen sauber gemacht. Setzen das hier alles vernünftig an und schrauben einfach mal wieder fest. So, die vier Schrauben wieder rein. Auch natürlich nur handfest. Das ist ja alles nur Kunststoff hier. Und nehmen dann unsere Gummidichtlippe und drücken die wieder hier schön auf die Falz drauf. Und wir sind fertig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.